Mein Name ist Micky, wie ihr alle wisst. Ich bin Schauspieler, ich bin Musiker auch, leidenschaftlicher Kampfsportler, mache das seit ich 6 Jahre alt bin, also schon eine ganze Weile. Das begleitet mich, wie gesagt, seit meiner Kindheit durchs Leben und das ist auch eine gute Methode, Dampf abzulassen und die Musik genauso. Du, wie das meistens passiert. Es wird ein Casting ausgeschrieben, du machst die erste Runde, dann kommst du weiter, kommst in die nächste Runde und bei der dritten Runde hieß es dann, okay, du bist es. Wobei, in diesem Fall war das ein bisschen komplizierter, weil ich bekam erst eine Absage und 2 Wochen später, als ich schon ganz auf anderen Ufern unterwegs war, hieß es plötzlich, nee, du bist es. Also, okay, alle Zelte abgerissen und nach Köln. So, jetzt bin ich hier. Jo Helmke ist ein sehr talentierter Chirurg, der nach außen hin sich sehr locker gibt, ein bisschen derben Humor hat, aber in Wirklichkeit einen tiefen Schmerz in sich trägt, wie das natürlich so ist. Also er hat etwas in seinem Leben durchgemacht, was ihn halt die ganze Zeit begleitet. Jetzt durch die ganzen Folgen der verbotenen Liebe wird man immer wieder sehen, wo er so, wie soll ich sagen, wo er in tiefe Trauer fällt und dann nach außen hin versucht, trotzdem immer glücklich zu wirken. Aber ja, wie gesagt, also mehr will ich jetzt auch erstmal nicht erzählen. Aber es gibt viel zu erzählen eigentlich. Parallelen, also das Aussehen und die Stimme, klar. Jo Helmke trainiert auch Kampfsport, hat auch ein bisschen was mit dieser Vergangenheit zu tun, warum er das tut. Allerdings sind das mehr oder weniger die Parallelen, die ich jetzt feststellen kann. Also man hat natürlich immer ein bisschen was Privates, was man in einer Rolle mitbringt, aber im Großen und Ganzen sind wir doch sehr unterschiedlich. Naja, die Geschichten sind natürlich, drehen sich meistens um die Liebe. Da sind natürlich Parallelen, also es sind andere Namen, aber letztendlich ist man, kommt von einer emotionalen Geschichte in die anderen. Die Arbeitsabläufe sind sehr ähnlich. Also das Format Soap ist halt immer Soap. Es ist sehr viel Pensum, es wird viel und schnell gearbeitet. Aber die haben natürlich alle ihre eigenen Charakteristika. Also erstmal bin ich wunderbar aufgenommen worden von Kollegen, von dem ganzen Team. Also es ist eine super Stimmung bei uns am Set. Das ist das allererste, was mir super gefallen hat. Von der ersten Minute an war das so. Von den Geschichten her gefällt mir am besten, weit am besten, die Brudergeschichte. Mit Christoph Kottenkamp und Marc Bartley, beide meine Brüder. Zeig das ab. Okay, gut. Also meine 2 Halbbrüder sozusagen. Da sind wirklich sehr, sehr schöne Geschichten. Und auch, nee, das darf ich nicht sagen. Also die Brüdergeschichte ist sehr, sehr nett. Die mag ich am liebsten. Der Kampfsport ist für mich ein emotionales Ventil. Der ganze Müll, der am Tag beim Set passiert, den kann ich abends rauslassen, sozusagen. Es ist aber noch viel mehr, weil der Kampfsport hat mich zur Schauspielerei gebracht. Also ich bin tatsächlich als Quereinsteiger in diese ganze Szene eingestiegen, in einer Serie, wobei es um Kampfsport ging. Und ich wurde daraufhin gecastet. Und habe natürlich immer wieder Rollen, die körperlich betont sind, ein bisschen ja, actionmäßig sind, aber inzwischen hat sich das auch ein bisschen abgeschwächt. Also jetzt spiele ich natürlich ein ganz anderes Repertoire, weniger Action leider, aber der Kampfsport war tatsächlich der Auslöser zu dem Ganzen. Jack Bauer. Nein, ich würde am liebsten, also meine Traumrolle wäre irgendein Kommissar. Ich sage jetzt nicht Tatort oder was auch immer, weil, aber ein Kommissar oder ein Geheimagenten oder sowas. Also sehr körperlich betont. Ich mag das halt. Das ist geil. Ich habe alles bei Verboten. Also eine wunderbare Zeit. Also gutes Essen. Tolle Szenen. Aber mir geht es eigentlich sehr gut im Moment. Also ich habe keine besonderen Extrawünsche. Restlos glücklich. Sorry.